Hey Freunde, ich habe mich gerade kurzerhand entschlossen, dass wir einen kleinen Glücksfragmente-Part machen, keine Ahnung. Der wird zusätzlich hochgeladen und ich werde hier einfach mit jedem, den ich sehe, Glücksfragmente vereinen. Und fangen wir gleich mal an mit hier. Klappern wir einfach mal die Stadt ab und schauen, wer mit uns Glücksfragmente vereinen will. Ich habe jetzt halt 400 Rubine weniger, weil ich habe schon wieder ein paar Fragmente gesammelt gleich. Vorher, weil die Blauen sind uns ja langsam schon weniger geworden. Ah, der will vereinen. Okay, da. Ah, 32, schön. So, wir werden ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir alles aufheben. Wenn wir Geldprobleme haben werden, werden wir auf jeden Fall uns einfach mal die ganzen Truhen schnappen oder goldene Gegner. Weil die sind ja, da liegt ja dann überall noch Geld rum und alles mögliche. Schlummer, Schnarch. So, okay, du bist auch nicht. Ja. Bist du Fragmente vereinen? Nein, ihm wird schlecht. Der will auch nicht. Okay, die wollen alle nicht. Dann müsst ihr vielleicht nochmal. Nö. Gut, dann schauen wir mal schnell da hoch. Wie gesagt, es wird jetzt halt nicht sehr interessant werden. Deswegen wird es als zusätzlicher Part hochgeladen, weil ich einfach zu jedem hingehe und schaue, ob er Fragmente fallen will. Der will auch nicht. Gut, dann hätten wir die Schule schon mal komplett. So, wieder zurückverwandeln. Okay. Gut. Ich werde vielleicht. Ich werde in dem Part auch vielleicht das ein oder andere Herzteil mal aufsammeln, aber hauptsächlich Fragmente vereinen erstmal. Gut, du bist doch sicher Fragmente vereinen, oder? Ne? Okay. Gut, dann hätten wir die ganze obere Ecke hier schon, aber du bist. Schön, so. So, weil ich dachte, wenn wir es dann wirklich 100% machen wollen, dann sollten wir, will ich nicht alles gleich am Schluss machen, weil sonst dauert es ja ewig. Mache ich lieber zwischendrin mal immer wieder meinen Part. Ach, da oben ist das okay. Da ist ja oben jetzt, wo wir noch nicht hinkommen, nochmal eine Truhe mehr gekommen. Oh, und ich sehe da oben stehen Schüler. Wahrscheinlich, weil jetzt die Schule da jetzt halt früher aus ist oder sowas. Okay. Fragmente? Fragmente? Nö. Aber die neue Schwertfibel ist da. Lesen? Jawohl. Misst dich mit den Mächtigen. Bist du schon einer Kreatur begegnet, die glänzt wie Gold? Sie erscheint nur selten, wenn ganz bestimmte Fragmente vereinigt werden. Sie ist unvergleichlich stark, doch sie lässt etwas Wertvolles fallen, wenn du sie besiegst. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Das kennen wir schon. Was tun, Meister Magnus? Die Käferstachis voller Stacheln. Ja, die kann man mit dem Schild einfach umrammen. Gut, weiterlesen. Die 8 Wunder von Hyrule. Die Fernzünderbomben. Oh. Es gibt Bomben, die explodieren, genau dann, wenn du es willst. So sagt man jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Okay. Gab dich wohl, werte Leser. So einst eine Kuh mit bloßen Händen besiegt haben. Diese erscheint mir nicht wirklich erstrebenswert. Kühe sind schließlich keine echten Gegner. Der Folgeband wird Band 5 sein. Wohlauf. Gut, bestellen wir uns den mal gleich, würde ich sagen. Ja, jetzt hat's so. Ja, Sonderpreis für 200 Rubin, jawohl. Okay. Gut, ja, also das wird mehr ein, nicht nur ein Fragmente-Part, sondern auch mehr ein Sidequest-Part. So, ah ja, der Beduinen-Typ da. So. Da war recht wenig von den Roten. Okay, aber die sind ja auch dann selten. Was erscheint hier? Schaut aus wie ein goldener Gegner oder eine Truhe? Huh? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, das schauen wir uns dann mal an, weil mich interessiert jetzt wirklich, was sich da versteckt. Okay. Hund? Nein. Mit dem Hund haben wir ja schon, stimmt. Mit dir? Nö. Schauen wir mal den Typen hier unten. Auch nicht, okay. So, gut, dann da drin mit den Arbeitern vielleicht. Jawohl. So, erstmal mit dem Chef natürlich. Okay, da kommt jetzt wahrscheinlich einfach eine Truhe oder so, weil bei den grünen Fragmenten gibt es dann eh nicht so wichtige Sachen. Okay. Goldene Gegner.
Den hatten wir eigentlich letztes Mal schon, aber ich musste das leider nochmal nachstellen, weil ich vergessen hatte zu speichern. Und dann ist im Wald eine Truhe erschienen. Dafür haben wir jetzt wieder den goldenen Gegner. Auch gut. Man sieht also, bei den grünen Fragmenten ist es mehr oder weniger zufällig, welche Gegenstände oder Dinge erscheinen, während es bei den roten und blauen meistens fest ist, wo die erscheinen. Okay, hier gibt es eine Truhe. Und wo? Ah, im Wald. Ja, das sind meistens eher an Orten, wo man nie wieder hingeht, also. Erstmal draufhupfen vielleicht, genau. So, da kommen wir nicht vorbei. So, aber. Gut. Ich will jetzt hier wirklich überall mit jedem schauen, ob ich Fragmente vereinen kann. Damit ich dann sagen kann, gut, die Stadt habe ich schon mal abgeschlossen. Und da haben wir eigentlich alles geschafft. Okay, hier erstmal den zu dem da rein. Keine Fragmente, okay. Gut. Vielleicht der Typ da oben, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Aber da ist ja nochmal ein Zimmer, keine Ahnung wie man. Ach genau, das war ja hier. Stimmt, da haben wir das Buch runtergeworfen, im einen. Keine Fragmente? Okay. Du auch nicht? Die wollen hier alle nicht so richtig, merke ich. Du vielleicht. Okay. Na gut, dann in dem Zimmer werden wir dann auch fertig. Hören von oben. Von oben brennt das Feuer im Ofen, falls es jemand von euch gesehen hat. Aber von unten ist es dann aus, wenn man unten ist. Jawohl, hat sich doch gelohnt. Hab schon gedacht, wir sind jetzt hier umsonst hochgelaufen. Gut, passen. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah, hier scheint wahrscheinlich wieder so ein Blatt oder sowas. Dass man als Mündisch weiter kann. Ja, genau. Okay. Gut. So, nochmal. Oh, okay. So, dann gleich nochmal. Jawohl. Und nur scheint das hier. Auch im Sumpf, okay. Neue Gegner oder wieder ein Blatt, okay. Das bringt uns sogar aus dem anderen Screen rein. Gut zu wissen. Ja, da sammeln wir jetzt erstmal die ganzen Sachen und am Ende sammeln wir dann alles auf einmal ein. Gut. Du willst nicht, oder? Nein. Ich weiß, wir müssen dann wieder umdrehen, wenn wir hier lang gehen, aber. Ach, wir können ja schwimmen jetzt. Halt. Stimmt, das ist ja cool. Du willst nicht fallen, okay. Gut, das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Okay, dann haben wir eigentlich die komplette linke Stadt schon fertig. Nur noch den Schriftsteller, genau. So. Okay. Du willst bestimmt auch noch vereinen. Na, zurück brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Okay. Gut, hier hätten wir alles erledigt. Oder war der wieder Chef nochmal? Nein. So. Hallo, du Schreiberling. Willst du Fragmente vereinen? Gut, ja, ich habe das Buch zurückgegeben. Oh, kann sein, dass der mir gerade irgendwas mit Geheimnis erzählt hat. Ich spreche ihn nochmal an. Du hast das Buch zurückgegeben? Als Dank verrate ich dir etwas. Es gab ursprünglich keine Minisch in der Welt der Menschen. Vor langer, langer Zeit kamen sie durch ein Tor aus der Welt der Minisch. In die Welt der Menschen. Das habe ich in alten Büchern gelesen. Das ist ein Geheimnis, also erzähle es nicht weiter. Okay, ja. Kommen wir auch nochmal in die Welt der Minisch? Wäre cool. Ja. Egal. Gut, dann als nächstes kommt hier die Bücherei. Hallo, du da. Du bist nicht vereinen? Okay. Du bist auch nicht vereinen. Gut. Der alte Mann hier will vielleicht noch. Auch nicht. Okay, ich habe ja noch die Flasche ausgerüstet. Du, mit die haben wir schon, oder? Ja, okay. Aber hier sind ja noch Kinder. Ach, das ist gut. Wunderbar. Kinder sind toll, was? Kind sein ist toll. Gut, dann hier den Minisch. Und ihr merkt schon, ich will wirklich überall schauen, dass ich nichts vergesse. Okay, ich glaube, die sind jetzt alle oben bei Lexter. Oh nein, doch nicht. Hieß der Lexter oder Lexter? Keine Ahnung. Das sehen wir jetzt dann. Gut, hallo, willst du Fragmente vereinen? Jawohl.
Gut, so. Okay. Und ich sehe gerade, dass die Form, ach, das sage ich jetzt dann nochmal. Da kommen jetzt wahrscheinlich die goldene Gegner, wo ich schon mal verpennt habe. Da hatten wir eigentlich schon mal, aber ich habe es verpeilt, weil ich den Part wieder mal neu aufnehmen musste. Ich dödel. Gut, da haben wir den auch schon. So. Oder wieder wohl eher, nicht schon. Okay, dann, genau, jetzt geht's links. Muss man wieder runter jetzt dann, ne? Ich denke schon. Jawohl. So. Ja, das wird jetzt einfach. Wie gesagt, muss man sich jetzt nicht anschauen, weil also wenn ihr nicht wollt, können die ruhig eine Party überspringen. Deswegen lade ich ihn ja extra hoch. Okay, du bist nicht, du auch nicht. Dann hätten wir uns das hier sparen können. Naja. Gut, wieder zurück. So. Okay, dann haben wir hier oben alles, schon ich überlege gerade. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die unteren Häuser und alles abklappen, dann hätten wir ja schon fast die ganze Stadt durchgemacht. Ich will nochmal zu dem da oben schauen, nicht, dass der nochmal vereinen will. Und ich mich dann am Ende wundere, mit wem ich noch Fragmente vereinen muss. Okay, super. Dann, ja, dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. So, ich will ja schnell raus. Und, ach ja, als ich Fragmente gesammelt habe, habe ich mal so einen Dorfbewohner angequatscht, der einfach nur rumstand. Und die haben gesagt, wow, du hast mich entdeckt. Nimm mal das Fragment oder so. Und ja, habe ich nochmal ein rotes Fragment bekommen. Auch ziemlich cool. Ja, euch haben wir schon alle. Du da vielleicht? Nein, aber du. Auch nicht. Du? Nö. Du aber. Ricola heißt er auch oder Rucola, keine Ahnung. Irgendwie sowas, wie gemüsemäßiges hat er, heißt er ja. Weil seine Haare schauen ja schon so grün aus. Okay, jetzt öffnet sich endlich hier mal der Weg. Ich habe mich schon gewundert, wann das hier mal frei wird. Ich hoffe mal auf den Herzteil. So, gut. Du bist nicht. Du da vielleicht. Ich frage immer noch, wie er heißt. Ach ja, genau, der Typ damit macht jetzt das Spiel spannender, hat er gesagt, ne? Keine Fragmente waren. Okay. Oh, dann brauche ich ein Glücksspiel an. Okay, er sagt nichts Neues, aber spielen wir einfach mal eine Runde. Gut. Ob Level 1 schon ruinös ist, gibt es. Obwohl. Ja, gibt es jetzt auch ein Level 2. Auf welchem das Spiel? Fair oder fies? Fies natürlich. Kann man dir nicht helfen. Ich werde dann mal die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm einfach im Eingang nach. Gut. Achso, ja, wir kommen jetzt das Dreifache, aber. Ja. Wir haben verloren, okay. Und er freut sich. Gut, ja. Das war jetzt keine so tolle Neuerung, möchte ich sagen. Aber es war eine Neuerung, okay, das sehe ich ein. Oh, und jetzt möchtest du auf einmal Fragmente fahren, okay. Gut, dass wir nochmal hingeschaut haben. Gut. Okay. Wo gibt's das? Auch wieder im Wald, okay. Stimmt, im Wald können wir jetzt ja auch das eine oder andere neue dann mal anschauen, weil wir ja schwimmen können. Aber ob das jetzt so ein zu groß was Neues bringt, weiß ich nicht. Stimmt, die haben wir schon. Ich wollte rollen. So, hier, mit dem Backup. Mit dir kann man nicht, okay. Aber mit dir vielleicht. Nö, auch nicht. Gut, dann. Da sind noch, wohnen noch Minish. Erstmal mit allen Menschen, danach können wir noch mit den Minish machen. So, mit dir, oder? Nö, auch nicht, okay. Wie du meinst. Gut. Der schöne Schuhmacher hier. Der wahrscheinlich gleich wieder einpennt. So. Wache. Die keine richtige Ahnung hat, wo es hinläuft. Genau, mit der Frau hier habe ich geredet. Toll, dass du mich treffen konntest. Darauf kannst du ewig stolz sein. Entschuldigung, Leute. Ja, darauf kannst du ewig stolz sein. Die hat sich schon so gefreut, dass sie mir dann ein Glücksfragment gegeben hat. Gut, mit dem Küken haben wir ja schon. Nö, Meister Magnus will auch nicht, aber die wollen, glaube ich, später mal. Ach ja, Katzen sind schön. Okay, da ist immer noch verschlossen. Dir da, oder? Nö. Auch nicht. Ach, die wollen hier alle immer nicht.
Auch nicht. Auch nicht. Hm. Aber da kann man ja noch was verschieben. Ach, das hatten wir aber schon mal, glaube ich. Als wir das Buch geholt haben. So, mit dir? Nö. Machen wir erstmal alles als Mensch. Machen wir erstmal als Mensch die alle Leute hier abklappern, damit wir dann können wir noch als Mensch weitermachen. Du auch nicht? Du vielleicht? Nö. Ja, Küken, switch zurück. So. Du auch nicht? Aber du, okay. Das komische Cocktailkleid hier. So, ja, sie passt perfekt. Okay. Ah. So, offensichtlich. Da kommt jetzt ein Ach so, okay. So kommen wir an die Dinger ran. Gut zu wissen. Ich frage mich nämlich schon immer, wenn ich die sehe, denke ich mir, stelle ich mich nur so blöd an oder kommen wir einfach noch nicht hin? Okay, mit dir können wir auch nicht. Gut, dann machen wir jetzt als Minisch weiter, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal raus und rein. Nicht, dass wir nochmal mit der Tussi da. Okay, gut. So. Schauen wir erstmal hier oben in den Laden rein. Oder nein, erstmal dahin. So. Du nicht? Du auch nicht, okay. So. Hier oben rein. Und da werden wir. In der Taverne von dem Minisch. Hier will doch bestimmt einer fahren, oder? Oder? Da mache ich mir extra den Weg und dann kommt hier, will hier nicht mal über einen Verein oder was? Ja, ist jetzt super schick, aber trotzdem hilft mir das nicht weiter. Okay, dann wieder runter. Gut. Wir können. Schauen wir nochmal zu dem Küken. Irgendwie frage ich mich sonst die ganze Zeit immer, ob das nicht nochmal vereinen will. Nö. Okay, ja, ich fresse dich nicht auf und sowas. Halt, nein, das haben wir, glaube ich, die Katzen immer gesagt, oder? Okay. Die Katze will nicht vereinen, aber cool, die läuft hier auf dem Geländer entlang. Gut, da oben drin waren wir schon. Da können wir jetzt ran, stimmt. Oh, so sieht's hier also drinnen aus. Oh, und die greifen mich an. Oh mein Gott. Ach du Heiliger. Ah, ich komme gar nicht bis nach oben hin, ey. Scheiße. Wow. Okay. Nanu, das Glücksfragment ist weg. Ich kann es Anju nicht zurückgeben, aber ich bin froh, dass es weg ist. Hä? Es ist weg. Ja, aber warum bist du froh, dass es weg ist und warum... Ja, ich dachte, du willst jetzt mit mir vereinen. Ja, okay, was ist das jetzt? Gott, ey, die Dinger bringen mich noch um, ey. So schnell wieder raus, aber was hat das jetzt gebracht? Das Glücksfragment ist weg, ja. Hier kommen wir auch nicht rein. Okay, hm. Gut, du willst nicht vereinen? Hundi vielleicht. So, du auch nicht, hm. Können wir hier schwimmen? Jawohl. In dem 14 schwimmen. Da, wir können in die Bäckerei nochmal reinschauen. So, aufpassen, dass wir nicht von dem Dampf wieder mal erwischt werden. Gut geschafft. So, genau. Hier sind da auch noch ein paar. Du vielleicht? Nö. Aber... Die zwei von unten sind frisch verheiratet. Voll im Liebestaumel. Aber wie kommen wir hier durch? Bekommen wir vielleicht noch einen Hammer oder so? Nee. Gut, dann schauen wir hier mal weiter. Ist hier irgendwas unter dem Staub? Das bräuchte ich am besten. So, natürlich nicht. Okay, dann. Arschbombe! Ach, wir können ja auch noch links rauf, ne? Genau. So, schnell rüber. Und hier rein. Okay, hier leben auch wieder ein paar Minisch. So, du. Ach, so kommen wir hier rüber, okay. Oh, okay. Ach so. Ah, gut, wir haben ja... Ich habe ja zum Glück Geld ausgegeben. Glück gehabt. So, gut. Dann hätten wir hier auch alles fertig. Gut, es gibt eigentlich nicht mehr viel, was wir hier machen können, oder? Puh. Nee, wir haben eigentlich so gut wie alles erledigt.
Doch, wir können noch ins Hotel, können wir noch gehen, aber mehr dann auch nicht. Außer in diesen beiden Häusern hier sind noch Minish, aber da bin ich jetzt so faul nachzugucken, ehrlich gesagt. Gut, Hundi? Gut, auch kein Hundi. Der Hundi will auch nicht. So. Gut, mal überlegen, nicht, dass ich irgendeinen Raum vergesse. Ne, die haben hier alles, da haben wir auch alles. Gut, dann fehlt eigentlich nur noch das hier, oder? Nein, ganz sicher nicht. So überteuert, wie das hier ist. Du bist auch nicht. Hier ist wahrscheinlich niemand drinnen. Nö, gut, brauche ich in das dritte auch nicht mehr reinschauen. So. Da. Kommen wir vielleicht raus? Kommen wir da raus, wenn ich hier die Fackeln anzünde? So. Ja, ich verstehe zwar nicht den Mechanismus hier im Hotel, aber ein Glücksfragment. Kann man immer gut gebrauchen. Vor allem die roten und blauen. Ja, ich glaube, wir haben fast mehr rote als blaue. Was für ein Luxuszimmer. Ich weiß nicht, in welches Zimmer ich gehen soll. Der Seela-Wasserfälle ist eine Quelle für Hyrule. Ah ja, genau. Ich habe auch schon mal geschaut, wo wir als nächstes hin müssen. Also, da brauchen wir dann nicht lange suchen. Keine Angst. Ihr wollt doch. Ah. Die schauen aus wie diese Heiligen. Wie die drei Göttinnen eigentlich. Das ist von den Farben her und sowas auch. Wurden. Ocarina of Time, genau. Ach, jetzt vergesse ich sogar den Namen schon. Huch, was ist denn hier? Ach, das ist doch der andere Farmbesitzer. Auch aus Ocarina of Time. Genial, jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Hä? Kann Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten? Wahrscheinlich mit dem Haus vermieten, oder? Keine Ahnung, ich glaube, wahrscheinlich habe ich mich verlesen. So, jetzt bist du vor allem, okay. Auch mit dem Ding da. So, schön, dass die hier alle rote Fragmente brauchen, denn die bringen immer irgendwas Wichtiges. Oder? Das schaut jetzt nicht so wichtig aus. Huch, ein Schmetterling. Okay. Was das uns bringt, keine Ahnung. Okay, das sollten wir uns am besten alles merken, natürlich. Und ich habe schon wieder vergessen, ich wollte ja raus aus der Stadt. Noch zu diesem komischen Warpfeld oder was auch immer da gekommen ist. Hier ist noch mal einer, okay. Was bringt das denn? Das schon wieder vor allem. Gut. Okay, rote. Gehen noch so viel, wie viele wir haben, aber sind nicht viele. Da kommt wahrscheinlich wieder ein Schmetterling. Wahrscheinlich müssen wir alle drei fangen oder so. Okay, Friedhof, Ruinen und Sumpf. Gut. Darf ich nicht vergessen. So, okay, mit euch haben wir vereint. Gut. Dann schauen wir mal da zu diesem komischen Warpfeld, was erschienen ist. So. Hier. Was ist das? Ist ja wirklich ein Warpfeld. Okay. Glücksfragment. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hallo? Hi. Na sowas, Besuch. Eine seltene Ehre. Bist du überhaupt hierher gelangt? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, eine dicke Lady. Keiner glaubt mir. Ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Sehr schön. aber sie will Fragmente befallen, okay? Gut. Ja, ich habe gerade. Sind wir. Na, ich hätte vielleicht eine Ahnung, wo wir sind, aber das will ich jetzt nicht verraten. Gut, hier kommt nochmal ein goldener Gegner wieder. Gut. Ja, perfekt. So, ah, hier ist noch was. Ja, ich sehe auch, wie ein Geist Opa befallen hat. Wer hätte gedacht, dass Opa Gasto krank wird? Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen befallen. Ja, ich glaube nicht nur vielleicht, so wie das da ausschaut. Gut, vor allem, der passt perfekt. So, okay, hier am Gong. Ah, okay, wir haben hier noch so eine. Wo ist denn das? Ach, ich glaube, das ist oben rechts. Da waren wir noch nicht, oder? Ah, gut, da waren wir noch nicht. Ich habe schon gedacht, wir haben was vergessen, was wichtig ist. Als ich noch jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich bin fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Ja, wie kriegen wir denn, aber wie kriegen wir den Geister weg?
Keine Ahnung. Wird sich wahrscheinlich noch klären. Wahrscheinlich, indem wir viele Fragmente vereinen, so. Da ich glaube, ich bin mir sogar sicher, dass wir viele Fragmente, dass es durch viele Fragmente vereinen geht, weil ich glaube, ich habe die Figur beim Figurensammeln habe ich glaube ich schon mal so eine Figur bekommen. Gut, sie will nochmal vereinen, deswegen bin ich jetzt gerade rauf und runter. So. Und bei der Figur stand dann dabei, dass man irgendwie viele Fragmente fahren muss. Irgendwie sowas. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass er gesund wird. Hoffe ich mal. Gut, jetzt haben wir hier schon den zweiten Weg frei inzwischen. So, perfekt. Du auch nochmal? Nö. Okay. Gut, dann wieder runter. Ich hoffe, wir kommen hier nochmal hin, wo wir hier sind, weil ansonsten... ja, ich verrate jetzt mal noch nicht, weil ich bin mir zwar nicht sicher, ob das stimmt, aber ich hätte sonst überhaupt keine Ahnung, wo es sein könnte. Gut, hier rein. Und dann gehen wir mal wieder zurück nach Hyrule oder wo auch immer. So. Gut, da rein wir wieder. Okay, wir können ja mal zum Onkel, der will bestimmt auch noch Fragmente vereinen. So, Onkel. Hallo. So. Jawohl. Sehr gut, okay. Ah, tun wir das da zusammenstecken. Und hierher, okay. Erscheint hier einen Tunnel, oder? Okay, nur eine Truhe. Gut. Auch gut. Aber die meisten sammeln wir wahrscheinlich eh nicht ein, oder höchstwahrscheinlich nicht. Erstmal. Spätestens, wenn ich keine mysteriösen Muscheln mehr habe. Und ich die brauche, um die letzten Figuren zu sammeln, werde ich wahrscheinlich die ganzen Truhen aufsammeln müssen. Gut, dann haben wir zum Opa auch schon mal. Ich interessiere überhaupt Tingle, also dieser grüne Typ da, ob der nochmal mit uns Fragmente vereinen will. So am besten. Jawohl. Oh ja, er will nochmal, okay. Hoffentlich wollen die anderen nicht auch nochmal. Ja, sonst muss ich nochmal zu den ganzen Leuten hin. Gut, hier oben. Da ist es was Rotes, also müsste es eigentlich was Wichtigeres sein. Oh, ein goldener Gegner hatten wir noch gar nicht hier. Der schaut gefährlicher aus, so schnell wieder rumhüpft. Okay. Gut. Oh, da ist ja gleich eine Truhe. Die nehmen wir gleich mit. So. Oh, 200 Muscheln. Schön. So. Ja, die Muscheln, die kann man gut gebrauchen, weil das wird so teuer nach einer Zeit. Diese Figuren zu sammeln. Am Anfang geht's noch. Aber danach. Nee. Okay, gut. Da ist noch ein Minish-Häuschen. Mit dir wollen wir doch auch vereinen, oder? Ja. So, oh, so viele rote Fragmente. Die werden gehen auch langsam zur Neige. Okay. Hier bei der Hexe, was. Ach so, da gibt es wahrscheinlich jetzt was Neues, oder? Oh. Mein hausgemachtes rotes Elixier ist gleich fertig. Okay. Wow, da dampft's. So, gut, aber das brauchen wir eh nicht. Wir haben ja Feen, die sind viel cooler. Die Dame mit den Pilzen hat frisches Elixier gebraut. Knallrotes Elixier. Wer das wohl trinken wird? Wir erst wahrscheinlich nicht. Okay, du bist nicht nochmal. So, aber hier hinten gibt's noch ein Herzteil zu holen. Nämlich... So, hier reingehen. Jawohl. So. Und ein neuer Herzcontainer. Jawohl. So ist das cool. Fehlen sind noch 2, 4, 5. 5, glaube ich, oder? Verzeih, habe ich mich verzählt? Na doch, 5. Okay, da können wir auch noch rein. Schön, wir können jetzt ja noch so durch das ganze Fragment fallen. Gibt es jetzt so viele Wege, die offen sind. Okay. Ich hoffe mal, dass in solchen neuen Wegen wie im Sumpf oder sowas, dass dann nicht noch mehr Fragmente vereint werden können. Denn, naja, sonst werden wir nicht mehr fertig. Gut, gehen wir gleich mal rein, oder? So, oh. Kein Schleim hier irgendwo? Okay, wirklich kein Schleim. Ja, ein bisschen Geld. Auch nicht schlecht. So. Gut, gehen wir nochmal zu Tingle. Weil, irgendwie, ouch. Ach, wir können jetzt gar keine Laser mehr schießen, wenn wir beschädigt sind, stimmt? Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass der nochmal fahren will, ich weiß nicht. Der hier so Fragmente vernarrt. Okay, er will doch nicht. Gut, aber dann, aber wenn der zweimal wollte, wollen seine Brüder bestimmt auch zweimal. Oh, goldener Gegner. Autsch. Okay, die machen, die sind schon gefährlicher, aber
Ja, er weiß auch nicht so recht, wo ich bin, glaube ich. Hallo, bleib stehen. So, jetzt kannst du mir nicht entkommen. Okay, er kann mir doch noch entkommen. Autsch. So, jetzt. Na, endlich. Ah. Schön viel Geld. Schön viel Geld. So. Hier sind auch noch so zwei Typen. Die wollen doch bestimmt Fragmente fallen. Zuerst mal hier rein. Bestimmt, da ist hier nur in ihr Haus. Und da haben sie mal daran gedacht, zwei Betten reinzumachen, nicht nur eins. So, oh yeah. Okay, Fragmente fallen. Hat mich Baby genannt. So, ein blaues Fragment mal wieder. Von denen hier haben wir noch viele. Ah, sehr gut. Okay, uns fehlen noch zwei weitere Koronen. Die nächste Mauer ist noch schwieriger, aber wir versuchen es trotzdem. Gut, kommt wahrscheinlich nochmal einer. Oder? Ja, sieht so aus. Jawohl. Ich habe dich gerochen, mein Freund. Was machst du hier? Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. So, aber ich glaube, ist ja trotzdem noch nicht stark genug. Ja. Entschuldigung. So. Du auch, okay. Gut. Da haben wir noch schön viele von. So. Und wo erscheint das jetzt? Oh, hier mitten an der Gongol-Wand. Okay. Eine Truhe. Gut, ja, ob wir da nochmal hingehen? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall gehen wir nochmal zum Gongol-Berg, denn da ist ja auch noch, sind ja auch noch viele Leute, mit denen wir Fragmente fallen können. Hier waren wir auch noch nicht, merke ich gerade. So, dich machen wir erstmal kaputt. Ist hier vielleicht so eine Wand? Nö. Aber das sieht mir, ja. Das ist einfach. Oh, da ist doch eine Wand. Sehr gut. So, eine. Die brauchen wir nämlich auch für die Goronen-Quest. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt schon die zweite oder dritte, die wir haben, glaube ich. Ich glaube aber. Es sind noch. Ich glaube, es sind noch mehr, die wir vereinen müssen. Bin mir aber nicht sicher, wir können ja mal hinschauen, ob die schon fertig sind. Es riecht nach leckeren Steinen, von der anderen Seite der Mauer her. Hilfst du uns? Wo die alle herkommen, die Goronen? So, jawohl, jetzt packt ihr es. Und zack. Gut, aber ich habe schon gesehen, der Weg wird breiter. Ich denke, wir werden noch mehr Goronen zur Hilfe brauchen. Immerhin haben wir jetzt natürlich schon mal die nochmals in der Wand gefunden. Die sind ja wichtig, weil die kann man sehr leicht übersehen. Gut, hier haben wir auch alles. Okay, gehen wir mal nach oben und schauen mal zu den Goronen rein. Ich denke zwar nicht, dass sie schon alles durchgegraben haben, aber mal besuchen. So, okay, wir kriegen schon was. 200 Rubine, jawohl. Okay, noch zwei Stück und dann müssten wir an den Schatz kommen. So genau. Okay, da unten waren ja auch noch. Gehen wir mal ins Ministoff, würde ich sagen. Ja, ihr merkt schon, der Part wird ziemlich überzogen lang. Aber ja, kann man nichts machen. Irgendwann muss man ja mal so einen Sidequest-Part machen. Auch wenn dieser, wenn der jetzt mal extrem lang ist. Was sein muss sein. So, oh, gerade so. Okay, klein machen. Ich glaube, wir haben schon mal mit dem Feind, oder? Ja, genau, da ist doch so eine große Bohne gekommen. Ja, okay. Ja, ich hab nichts gesagt. Gut. Hier gehen wir hoch. Und mal schauen, wer noch so alles mit uns vereinen will. Bei den Ministoff sicher einige. Okay, hier. Da kommen wir durch, aber ich glaube, da reicht das noch nicht, oder? Ah, doch. Können wir vielleicht jetzt halt hochschwimmen und dann zu diesen Toren dadurch? Ich glaube, wir kommen nicht durchs Gras, oder? Doch. Sehr nice. Okay. Oh. Blaues Fragment. Cool. Fragmente können wir gut gebrauchen, gerade jetzt, weil wir so viele verballern. Ihr Viecher da. Gehen wir mal lieber aus dem. Oh. Achso, stimmt, ich kann mich hier einbrechen. Nochmal ein Fragment und da oben. Da oben ist ein Herzteil. Das ist wahrscheinlich jetzt, wenn man links reingeht, oder? Sehr schön, das schnappen wir uns doch gleich. Wow, oh, Schnecken.
auch noch Schrecken. Aber wir können ja zum Glück Laser schießen. So, wow. Okay. Schön vorsichtig. Das ist ein guter Tipp, wenn man sich mit dem Schwert schlägt, dann bleibt man eine kurze Zeit stehen, man rollt zwar danach weiter. Aber, ja. Wie gesagt, so, man bleibt stehen, aber sobald ich loslasse, rutsche ich wieder weiter. Aber in der Zeit kann man dann gut die Richtung wechseln oder ähnliches. So, hier nach unten. Okay, wir können durchrollen. Und ein rotes Fragment. Ah, und ein Herzteil, deswegen sind wir hierher gekommen. Sehr schön. Wir haben langsam schon... es ist langsam schon ein Ende in Sicht mit der Herzteilsammlerei. Wenn man mal anschaut, wie viele wir schon haben. Weil ich denke, zwei Bosse werden wir schon noch haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und... Ah ja, da fällt mir ein, wo wir noch mehr Herzteile finden. Ja, aber... Ach, okay, ich will zwar den Part überziehen. Und ich sehe gerade, es ist schon... Ja, haben eh schon viel zu lange gemacht. Ah, okay, du bist für einen. Machen wir es mit dem da. So, deswegen denke ich, ich werde jetzt dann mal den Part langsam beenden. Gut, du... Rotes Fragment hier scheint das Wichtige zu geben, oder? Okay, nur eine Truhe. Ja, das war jetzt nicht ein rotes Fragment, aber ganz cool. Gut, du willst nicht mehr vereinen? Okay, gut, dann... Ich glaube, ich werde jetzt gleich weiter mal den Sidequest-Part aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, ciao, wir sehen uns im nächsten, ja, Part oder Sidequest-Part oder in Pokémon. Bis dann. Ciao.